Also ja, vielen Dank, Stefan. Das war eine Punktlandung. In dieser Sekunde ruft die Sitzungspräsidentin hier die aktuelle Stunde auf, die von der Union beantragt wurde. Ursprünglicher Titel war Leopard-Blockade der Bundesregierung beenden, kein Vertrauen bei Verbündeten verspielen. Jetzt hat es auch noch eine Wortmeldung gegeben zum Geschäftsordnungsbericht. Und die CDU hat ja auch prominente Redner aufgefahren. Also möglicherweise spricht als erster Redner der Nachfolger des jetzigen Bundeskanzlers. Deshalb beantrage ich für die AfD-Fraktion die Herbeirufung des Bundeskanzlers nach § 42 GO und Artikel 43 des Grundgesetzes zu dieser wichtigen Debatte, die sich jetzt hier im Rahmen der Aktuellen Stunde anbahnt. Herr Brandner also zitiert für die AfD den Bundeskanzler herbei, der nicht auf der Regierungsbank sitzt. Von den anderen Fraktionen, das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen. Wer für den Antrag der Herbeizitierung ist, den und die bitte ich jetzt um Ihr Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktion und die Linke. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der CDU/CSU. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und ich komme jetzt zur Aktuellen Stunde, die von der CDU/CSU-Fraktion verlangt worden ist, zum Thema Leopard-Blockade der Bundesregierung beenden, kein Vertrauen bei Verbündeten verspielen. Als erstes hat das Wort der Kollege Friedrich Merz für die CDU/CSU-Fraktion. Ja, und die CDU geht gleich mit ihrem Frontmann ran und er wird sicherlich bemängeln, dass der Verteidigungsminister nicht da ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hätten selbstverständlich den Antrag auf diese Aktuelle Stunde zurückgezogen, wenn der Bundeskanzler heute Morgen über die Entscheidung des Bundeskabinetts, nun doch Leopard 2 Panzer an die Ukraine zu liefern, im Wege einer Regierungserklärung nicht nur dieses Parlament, sondern auch die deutsche Öffentlichkeit informiert hätte, statt gestern Abend über die Bild-Zeitung. Ich will hier für die CDU/CSU-Fraktion feststellen, diese Entscheidung ist richtig. Wir halten sie für angemessen. Und ich will hinzufügen, niemand in diesem Haus tut sich mit einer solchen Entscheidung leicht. Wir haben am 27. April 2022 hier im Deutschen Bundestag gemeinsam beschlossen, der Ukraine auch mit militärischer Ausrüstung zu helfen. Wir haben beschlossen, auch schwere Waffen zu liefern. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich die Notwendigkeit, Panzerwaffen zu liefern, auch Panzerwaffen westlicher Bauart, als immer dringlicher erwiesen. Dies ist die Meinung nicht nur der Ukraine gewesen, sondern dies ist auch die Auffassung einer ganzen Reihe von Alliierten und Verbündeten in der Europäischen Union und in der NATO gewesen. Allein die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland haben eine frühere Entscheidung darüber verhindert und verzögert. Und ich will hier ausdrücklich dem Eindruck widersprechen, der heute Morgen in der Befragung des Bundeskanzlers entstanden ist, als ob dies alles sozusagen im Konsens mit allen Partnern in der Europäischen Union entschieden worden sei. Das Gegenteil ist richtig, meine Damen und Herren. Ich will es noch einmal unterstreichen. Niemand von uns tut sich leicht mit einer solchen schwerwiegenden Entscheidung. Niemand. Aber wir hätten schon erwartet, dass es darüber hier im Deutschen Bundestag eine intensivere Diskussion über die Begründung der Haltung der Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten gegeben hätte. Der Bundeskanzler hat die Öffentlichkeit und die Partner über Wochen und Monate im Unklaren darüber gelassen, warum er denn eine solche Entscheidung in diesem Umfang verzögert. Warum hat er diese Entscheidung erst so spät getroffen? Und meine Damen und Herren, ich füge eine zweite Beobachtung oder eine zweite Feststellung hinzu. Die schrillen Töne über die Waffenlieferung sind nicht aus der Oppositionsfraktion gekommen. Die schrillen Töne sind aus Ihren Reihen gekommen, meine Damen und Herren, aus FDP und grüner Fraktion insbesondere. Wir sind hier immer zu einer sehr abgewogenen Beurteilung der Lage gekommen, trotz Ihrer Zwischenrufe, meine Damen und Herren. Wir haben allerdings eines von Ihnen erwartet, und diese Erwartung setzt sich fort.
Abstimmung in solchen Fragen mit unseren Partnern in der NATO und in der Europäischen Union, nicht eine Bundesregierung, die getrieben werden muss. Und dass sie getrieben worden ist, haben doch die Ereignisse über den Jahreswechsel nun in aller Deutlichkeit gezeigt. Bis hin zu der Rammstein-Konferenz in der letzten Woche, in der es offensichtlich ein schweres Zerwürfnis zwischen dem amerikanischen Verteidigungsminister und einigen Vertretern der Bundesregierung auf dieser Konferenz gegeben hat. Und Sie haben eine, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat eine Chance vertan, und bei dieser Gelegenheit waren wir nun in großer Zahl dabei. Es waren auch Kolleginnen und Kollegen der SPD, der Grünen und der FDP-Fraktion am letzten Sonntag in Paris. Warum hat der Bundeskanzler diese Gelegenheit nicht genutzt, mit dem französischen Staatspräsidenten zusammen zu sagen, dass es in dieser Woche, in dieser Frage eine gemeinsame Entscheidung der NATO-Partner, der Partner in der Europäischen Union und vor allem der französischen und der deutschen Regierung gibt? Warum hat der Bundeskanzler diese Chance nicht genutzt? Bei Ihnen in den Koalitionsfraktionen werden aus diesen Auseinandersetzungen der letzten Tage und Wochen einige Verletzungen zurückbleiben. Daran werden Sie sich gegenseitig regelmäßig erinnern. Das aber ist Ihre Sache. Bedauerlich, aber Ihre Sache. Der Schaden, der entstanden ist, meine Damen und Herren, in der NATO und in der Europäischen Union, dass man dieser Bundesregierung nicht trauen kann, dass man sie treiben muss, dass sie zu Entscheidungen gedrängt werden muss, dass sie zögert und zaudert und dass sie eben nicht das tut, was der Bundeskanzler mehrfach hier in seinen Reden und heute Mittag auch in seiner Befragung zum Ausdruck gebracht hat, nämlich mit den Partnern zusammen zu entscheiden. Dieser Schaden, der bleibt, auch über den Tag des heutigen, der heutigen Entscheidung hinaus. Ich will es noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Die wir für richtig halten, die früher hätte getroffen werden müssen und die vor allem hätte getroffen werden müssen, ohne diesen Schaden bei unseren Partnern in der Europäischen Union und in der NATO. Herzlichen Dank. Friedrich Merz, der Fraktionschef der CDU-CSU und Parteivorsitzender der CDU hier, hat noch mal begründet, warum die Aktuelle Stunde trotzdem stattfindet. Der Bundeskanzler habe hier seinen Schritt nicht begründet vor den Parlamentariern. Übrigens, der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sitzt auf der Regierungsbank. Und so ist es ja eigentlich auch richtig. Rolf Mützenich jetzt bei dieser Debatte, SPD-Fraktionsvorsitzender. Lieben Kolleginnen und Kollegen, zwei Dinge lassen sich heute festhalten. Es war ein anstrengender, aber notwendiger Abstimmungsprozess, der heute zu einem tragbaren Ergebnis gekommen ist. Und auf der anderen Seite zeigt sich heute, wie wenig hilfreich, ja verantwortungslos, meine Damen und Herren, Kommentare in den letzten Wochen waren. Sie haben nicht geholfen, sondern sie haben insbesondere dem Abstimmungsprozess, den der Bundeskanzler, den die Bundesregierung von Anfang an gewollt hat, erschwert. Und ich bin mir sicher, nachträglich werden wir das noch feststellen müssen und möglicherweise auch bereuen, hoffentlich von dem einen oder anderen Dauerredner, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich, gemeinsames Handeln ist verantwortungsvoll und voraussetzungsvoll, weil es nämlich zwei Dinge erreicht in einem Jahr eines Krieges in der Ukraine, nämlich das Selbstverteidigungsrecht, was die Ukraine aus der Charta der Vereinten Nationen herleitet, allen von denen, die internationales Recht achten, und, Herr Kollege Merz, auf der anderen Seite die Sicherheit Deutschlands festzumachen. Auch das ist der notwendige Abstimmungsprozess mit den Partnern. Voraussetzungsvoll sind diese beiden Dinge eben nicht in Talkshows zu erreichen, sondern nur in harter Arbeit, in harter Diplomatie. Und ich sage allen denen, die immer wieder so laut rufen, sie verfügen nicht über das notwendige Hintergrundwissen, was erforderlich ist. Und zum Zweiten, sie sind nicht in der Lage und sie tragen auch Gott sei Dank keine Verantwortung, meine Damen und Herren. Und ja, Herr Kollege Merz, natürlich gab es Zwischenrufe, die auch zwischen den Koalitionspartnern gewesen waren.
Aber Sie sagen, Sie hätten sich an dieser Debatte nicht beteiligt. Entschuldigung. Ich sage Entschuldigung, aber ich muss Ihnen zwei Sätze vorlesen. Sie, ich meine nicht Sie persönlich, sondern Ihre Fraktion. Ihr Kollege Michael Brandt schreibt heute Morgen in der Fuldaer Zeitung, Zitat, die Feigheit von Scholz vor Ideologen und Zynikern wie Mützenich in der SPD hat bereits viele tausende Menschen das Leben gekostet und droht, den Krieg nach Deutschland zu bringen. Wie widerlich, meine Damen und Herren, sind diese Sätze von einer angeblich verantwortungsvollen Opposition. Herr Kollege Merz, ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie überhaupt Rat wünschen, orientieren Sie sich an dem, was für unser Land auch wichtig gewesen ist, nämlich die deutsche Einheit wiederherzustellen. Nach schwierigen Wegen, aber auch nach Einladung von Helmut Kohl, ist Willy Brandt mit ihm zusammen nach Berlin gekommen, als die Mauer fiel. Und das, finde ich, zeigt konstruktive Opposition und Offenheit zwischen demokratischen Parteien. So wünsche ich es mir in der Zukunft. Und deswegen sage ich Ihnen auch, Sie werden auch kein Keil zwischen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bringen. Lars Klingbeil wird gleich das Wort ergreifen. Wir haben gestern ein wichtiges Papier zur Diskussion über die Außen- und Sicherheitspolitik nach dem Angriffskrieg Putins vorgelegt. Und ich sage Ihnen, das sind wichtige Bausteine für eine zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Jahrzehnt weiter prägen wollen. Und, meine Damen und Herren, zum Schluss, die Welt ist komplizierter, als uns manche vormachen wollen in Twitter-Meldungen oder in kurzen Kommentaren. Ich hatte Gelegenheit, in der Antwort auf den Bundeskanzler eine Karte damals hier dem Deutschen Bundestag zu zeigen, welche Länder und wie groß diese Länder sind, die sich unserer Schlussfolgerung aus dem Angriffskrieg nicht anschließen. Und die wird man nicht zur Seite schieben können, sondern mit denen muss man offen in einem diplomatischen versuchen, Konsens zu treten. Und genau das hat der Bundeskanzler getan. Und das hat uns die Chance eröffnet, meine Damen und Herren. Nachdem China das nukleare Tabu bekräftigt hat, nachdem auf dem G20-Gipfel das nukleare Tabu bekräftigt worden ist, dass wir diese Handlungsfreiheit haben, die wir heute gehabt haben, nachdem der Bundeskanzler seine Entscheidung, eine Entscheidung, glaube ich, auch der USA und Frankreich in den nächsten Stunden folgen wird, zu machen. Und deswegen sage ich, kluge Außenpolitik ist mehr als die Lieferung von Waffen. Und das ist auch das Versprechen der sozialdemokratischen Fraktion und Partei. Vielen Dank. Rolf Mützenich hat hier Friedrich Merz noch einmal vorgeführt, dass durchaus auch unangemessene Zwischenrufe aus der Oppositionsfraktion CDU und CSU gekommen sind, nachdem Merz ja gesagt hatte, die Zwischenrufe seien alle aus der Ampel gewesen. Dino Chrupalla jetzt, Partei- und Fraktionschef der AfD. Frau Präsidentin, ich hätte mir natürlich schon mal sehr gewünscht, wenn der Titel dieser Aktuellen Stunde Leopardblockade immer noch Bestand hätte. Das hätte auch die AfD-Fraktion absolut begrüßt. Das muss ich als allererstes sagen. Und wenn ich aktuell auch diese Debatte jetzt hier verfolgt habe, Herr Merz, Sie hatten ja einiges hier schon gesprochen, mit Ihnen als Bundeskanzler hätten wir bereits Kampfflugzeuge geliefert. Also von daher Ihre Heuchelei hier an dieser Stelle, das hat eigentlich gezeigt, Sie gehen genauso in diese Kriegstreibereien wie FDP und Grüne. Das ist mittlerweile die Aufgabe der größten Opposition in diesem Land, Herr Merz. Ich muss Ihnen sagen, ich und wir fühlen mit der ukrainischen Bevölkerung auch vor Ort. Denn Kriegsangst, und das ist das Thema, Kriegsangst verspüren mittlerweile die Deutschen auch hier in unserem Land. Aber werden die maßlosen und vor allen Dingen die egozentrischen Forderungen einiger ukrainischen Politiker, die sich ja jetzt schon wieder per Twitter absondern, noch immer mehr Waffen und schneller zu liefern, oder bewirken sie im Prinzip eigentlich auch mehr als nur diesen Brandbeschleuniger?
Kann die Ukraine überhaupt gewinnen? Stehen hier die Einsatz und der Einsatz der Mittel im Verhältnis zum Ergebnis? Welche Strategie verfolgt eigentlich die Bundesregierung? Das ist auch Herr Scholz heute offen geblieben in der Fragerunde, die gestellt wurde. Wollen Sie eigentlich den Bündnisfall provozieren? So erscheint es mittlerweile vielen in der deutschen Bevölkerung, die immer mehr Angst haben dazu. Alarmen Sie auch die Frage, wo sind eigentlich die Waffen geblieben, die wir und andere Länder schon geliefert haben? Sind diese von der Ukraine oder noch im Einsatz oder hat der Russe diese längst zerstört? Auch das nicht beantwortet. Sie suggerieren hier den Bürgern, dass mit der Lieferung von Kampfpanzern Leopard Russland besiegt werden kann. Wie viele Panzer möchten Sie denn weltweit zusammensuchen, um die Ausstattungsstärke der russischen Armee zu erreichen bzw. auch zu übertreffen? Laut Statista verfügt Russland 2022 über ca. 12.500 Kampfpanzer. Die Ukraine im Übrigen über ca. 2.600. Damit stehen der ukrainischen Armee fast neunmal so viele Kampfpanzer zur Verfügung wie aktuell der Bundeswehr. Bundesverteidigungsministerium hat ja dazu Auskunft gegeben mit ungefähr 289 Leopard 2 Panzern. Das sind die Fakten. Nun meldet sich natürlich die Rüstungsindustrie. BlackRock, Herr Merz, reibt sich schon die Hände. Rheinmetall hat wohl 239 Panzer, die innerhalb von 2 Jahren bereitstünden. Und ich frage Sie, warum wurden diese nicht längst für die Bundeswehr im Übrigen ertüchtigt, diese Panzer? Werte Kollegen, schauen Sie sich die Lieferungen aus der Bundeswehrbeständen bzw. die zusätzlichen Beschaffungen an, die wir bereits für diesen Krieg getätigt haben. Wie lange braucht es wohl, um unsere Bestände der Bundeswehr wieder aufzubauen? Sie und zuvor die CDU plündern unsere Bundeswehr aus. Wie sieht es denn aktuell mit der Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr aus? Oder sind wir nun vollends von Allianzen und Bündnissen abhängig? Meine Damen und Herren, mit Ihren Entscheidungen verlängern Sie aktiv einen Konflikt und versperren sich Friedensverhandlungen. Sie laufen sehenden Auges direkt ins offene Feuer, ich muss es so offen sagen, direkt in den Dritten Weltkrieg. Was ist also das Ziel der Bundesregierung und auch der größten Opposition CDU? Wollen Sie diesen Krieg zu dem unseren machen und Deutschland wieder in die Dunkelheit stürzen? Erst liefern wir Ausrüstung, dann leichte Waffen, dann schwere Waffen. Was ist das Nächste? Sind es dann deutsche Soldaten, die wir liefern und die einsatzbereit sein sollen? Am 2. Februar gedenken wir dem 80. Jahrestag der Schlacht um Stalingrad mit all seinen Kriegstoten. Ich empfehle Ihnen, gerade von der FDP, allen den Besuch einer Kriegsgräberstätte, wo auch ich während meiner Auslandsreisen regelmäßig einen Kranz niederlege, oder hier direkt vor den Toren Berlins an den Seelower Höhen. Fast jeder in diesem Hohen Haus kann dort Familienmitglieder wiederfinden, die im Krieg zu Tode kamen. Die Lieferung von Waffen wird das Leid vergrößern und viel schlimmer, es werden zahllose Tote zu beklagen sein. Dieser Krieg hilft niemandem auf dem europäischen und asiatischen Kontinent. Und wer glaubt, mit Waffenlieferung Frieden zu schaffen, ist wirklich mehr als naiv. Druck erzeugt Gegendruck. Allianzen und Freundschaften sind aufrichtig und wahr, wenn alle Seiten die Last gemeinsam tragen. In diesem Fall werden wir als Deutsche und wird Europa wieder mal einseitig belastet. Der Krieg findet wieder vor unserer Haustür statt. Unsere sogenannten Freunde aus den Vereinigten Staaten heizen die Situation immer weiter an. Deren Rüstungsindustrie macht wieder gute Geschäfte und kann die maroden Staatsfinanzen sanieren. Schließlich müssen sie sich, die USA, nicht um die Sicherheit ihres Kontinents sorgen. Und diese Sicherheit ist auf dem Kontinent Europa in Gefahr. Und genau damit muss Schluss sein. Bündnisse ja, Allianzen ja, aber doch nicht um den Preis der Selbstaufgabe. Europa braucht Frieden und muss eine souveräne Stellung in der Welt erlangen. Und wir müssen zuerst den Interessen unseres Landes und unserer Bürger dienen. Sie haben als Bundesregierung die Aufgabe, Schaden von Land und Leuten abzuwenden. Werden Sie endlich dieser Aufgabe gerecht. Vielen Dank. Tino Chrupalla, der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion, hier in dieser Aktuellen Stunde, die ja noch mal aktueller geworden ist durch die Entscheidungen zu Leopard 2 Panzern. Nächster Redner ist Jürgen Trittin, der außerpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Meine Damen und Herren, das ist das Elend der Opposition. Da schicken Sie Herrn Merz und Herrn Dobrindt in die Bütt
und dann hat sich das Thema erledigt. Und zur Strafe müssen Sie dann die Reden von Herrn Chrupalla anhören, die Reden eines Mitglieds einer Partei, von dem ein Abgeordneter jahrelang ein Büro in Moskau betrieben hat. So viel zur Ernsthaftigkeit Ihrer Argumentation an dieser Stelle. Es ist gut, dass der Bundeskanzler heute für Klarheit gesorgt hat. Deutschland ist nicht nur der zweitgrößte zivile Unterstützer der Ukraine. Wir stellen Zehntausende von Generatoren, um den Menschen die Last der Kälte durch den russischen Bombenterror zu nehmen. Vor allem aber, Deutschland ist mit den USA und mit Großbritannien einer der drei großen militärischen Unterstützer der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression. Es sind deutsche Gepard-Panzer, die iranische Drohnen abschießen. Es waren deutsche Raketenwerfer und die Panzerhaubitze 2000, die die Ukraine die Befreiung besetzter Gebiete ermöglicht haben. Und damit hört es nicht auf. Am Freitag wurden in Ramstein neue Zusagen gemacht, das vielleicht größte militärische Unterstützungspaket. Am Montag ist im Rat für Auswärtige Beziehungen noch einmal 500 Millionen in die europäische Peace Facility zur Beschaffung von Rüstungsgütern gegangen. Das heißt, 125 davon kommen aus Deutschland. Das alles verschweigen Sie, Herr Merz. Das alles verschweigen Sie, weil es Ihnen unangenehm ist. Aber für die Ukraine ist diese Hilfe existenziell. Und ich sage Ihnen auch, sie ist existenziell, aber sie reicht nicht. Wir müssen mehr machen. Nehmen wir ernst, was wir täglich erfahren, was unsere Dienste sagen, dann steht die Ukraine vor einer großen Frühjahrsoffensive Russlands. Der geplante Aufwuchs der russischen Armee auf 1,5 Millionen, möglicherweise 2 Millionen Soldatinnen und Söldner. Das Leeren aller Depots zeigt, worauf Putin setzt. Er will mit einer Materialschlacht die Ukraine überrennen. Und diese zynische Politik kalkuliert den Tod von tausenden Russen ein. Vor Soledar, vor Bachmut heizt er jeden Tag 300 Menschenleben. Alle Zeichen stehen auf eine russische Großoffensive. Und es ist zynische Menschenverachtung. Dieser Angriffskrieg, diese Kriegsführung ist verbrecherisch. Und das ist der Hintergrund für diese Debatte. Und ich würde mir wünschen, liebe Frau Wagenknecht, liebe Sevim Dadelem, wenn Sie Ihren antimilitaristischen Furor einmal, nur einmal gegen diese Politik von Putin verwenden würden. So aber sind Ihre Einlassungen dem Ernst der Lage nicht angemessen. Und ich will das mit aller diplomatischen Zurückhaltung sagen. Dem Ernst der Lage war auch nicht das angemessen, was die polnische Regierung an dieser Frage veranstaltet hat. Ich bin froh, dass Annalena Baerbock dies auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Man kann schlecht darüber reden, über einen angeblich abgelehnten Antrag, den man noch nicht einmal gestellt hat. Wir wollen ernsthaft verhindern, dass Russland die Ukraine überrennt. Das ist in unserem ureigenen Interesse. Wer es belohnt, dass mit Gewalt Grenzen in Europa verändert werden, der gefährdet die Sicherheit und den Frieden auch in Deutschland. Und ich weiß, die Menschen hier im Lande sind gespalten, auch über die Lieferung der Panzer. Ich selber bin überzeugt davon, ohne sie wird die Ukraine Putin nicht stoppen können. Aber die Menschen, die das ablehnen, sie haben Gründe dafür. Ein Grund ist die Furcht vor einer Eskalation, vor einer Rutschbahn, an deren Ende ein Krieg der NATO mit Russland stehen könnte. Ja, wir wollen die Ukraine unterstützen, aber wir wollen keine militärische Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland. Und es gibt die Gefahr der Eskalation. Es gibt sie in jedem Krieg. Da hat schon Clausewitz darauf hingewiesen. Aber die Gefahr der Eskalation darf kein Freibrief sein für Verbrecher, die glauben, sie hätten die Eskalationshoheit. Die Antwort auf die Gefahr der Eskalation muss sein, wir müssen diese Gefahr mindern und dabei die Ukraine unterstützen. Und das Rezept der Minderung der Eskalation, das liegt daran, wir müssen in der NATO Gemeinsamkeit herstellen. Gemeinsamkeit innerhalb der NATO ist der beste Schutz gegen die Eskalation.
Und ich bin froh, dass es dem Bundeskanzler in freundlichen Gesprächen, wie er das genannt hat, gelungen ist, die USA zu überzeugen, sich an der Lieferung von Panzern zu beteiligen. Putins Rechnung, die NATO zu spalten zwischen Europa und den USA, geht nicht auf. Herr Kollege? So geht Führung. Führung geht nicht übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, in Alleingängen. Führung in der multipolaren Welt geht nur in Gemeinsamkeit. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Dietmar Bartsch hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor 11 Monaten begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine. 280.000 tote Soldatinnen und Soldaten auf beiden Seiten, Zehntausende zivile Opfer. Um es klar zu sagen, wir verurteilen den Versuch Putins, lieber Jürgen Trittin, Grenzen in Europa zu verschieben, auf das Schärfste. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel in der Linken. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass es in dem Hohen Haus auch einen Konsens gibt, dass dieser Krieg schnellstmöglich enden soll. Es muss Schluss sein mit dem Sterben mitten in Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und dafür braucht es Deeskalation und nicht Eskalation. Der Bundeskanzler hat eben in der Regierungsbefragung gesagt, wir werden alles tun, um eine Eskalation zu verhindern. Was ist dann aber die Realität, wenn man sich die letzten 11 Monate anschaut? Es gab immer weiter eine Eskalation. Das ist die Wahrheit. Ja, ich weiß, in diesem Hohen Haus gibt es offenbar eine Mehrheit dafür, Leopard-Panzer in den Krieg zu schicken. Die CDU/CSU-Fraktion, die Grünen, mindestens Teile der SPD und Teile der FDP sehen Kampfpanzer als einen Beitrag zum Frieden. Meine Fraktion ausdrücklich nicht, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat jetzt nachgegeben, und ich sage deutlich, wir finden das falsch. Und wenn der neue Verteidigungsminister sagt, die ersten Leopard-Panzer werden in 3 Monaten in der Ukraine sein, was für ein Verständnis. Das Ziel muss sein, dass es in 3 Monaten keinen Krieg mehr gibt in der Ukraine, meine Damen und Herren. Das muss das Ziel sein. Angesichts der russischen Ressourcen und der Bereitschaft der russischen Führung, Soldaten zu verheizen, wird dieser Krieg so weiter eskalieren, und es werden weitere Hunderttausende Menschenleben geopfert werden, wenn wir nicht aus der Kriegslogik aussteigen, meine Damen und Herren. Ich empfehle Ihnen dringend, hören Sie nicht länger auf Ihr Bauchgefühl. Es belügt Sie. Sonnen Sie sich nicht in den Schlagzeilen des Boulevards, der den Krieg anheizt. Hören Sie auf Experten. Ich will nur einen zitieren, der Ranghöchste. Sie sollten ein bisschen ruhiger und entspannter und nachdenklicher sein bei den Grünen. Erinnern Sie sich mal, wo Sie herkommen. Der ranghöchste US-General Mike Malley hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges, definiert als Rauswurf der Russen aus der gesamten Ukraine, einschließlich der von ihnen beanspruchten Krim, ist militärisch gesehen nicht sehr hoch. Es gibt eine seltene Übereinstimmung des Generals mit meiner Position. Und jetzt hören wir seit Tagen von ihm, wer nur nachdenklich ist, Kampfpanzer zu liefern, ist ein Putin-Freund. Ehrlich gesagt, Sie beleidigen mit solchem Dünnpfiff nicht nur Ihren eigenen Intellekt, sondern auch die Mehrheit der Staatengemeinschaft, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Die Lieferung von Kampfpanzern mag im Deutschen Bundestag eine Mehrheit haben. In der Bevölkerung ist das Gegenteil der Fall. In Ostdeutschland ist nicht mal ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger dafür. Ein Ja zum Leopard beschädigt dort ausdrücklich auch die Demokratie, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Mehr Nachdenklichkeit ist angesagt. Ich höre jetzt auch immer wieder, Deutschland wäre international isoliert, wenn wir keine Leopard liefern würden. Was für ein Unsinn. Herr Merz, die Mehrzahl der internationalen Staatengemeinschaft hat nicht eine einzige Gewehrkugel geliefert in diesen Kriegswahnsinn. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft weiß, dass eine Atommacht nicht militärisch zu besiegen ist. Die weiß, dass Kampfpanzer keinen Frieden bringen, meine Damen und Herren. Jede Zurückhaltung, deutsche Kampfpanzer in eine Schlacht mit russischen Truppen zu schicken, ist mehr als gerechtfertigt angesichts unserer Geschichte. 27 Millionen Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürger. Diese historische Schuld gehört auch dazu, dass man nachdenklich ist, meine Damen und Herren. Was die Wahrheit ist, die gestrige Meldung, Aktienkurs von Rheinmetall auf Rekordniveau. Ja, die klatschen in die Hände. Rheinmetall kommt in den DAX. Das ist ja ein wunderbares Ergebnis, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wer ohne strategisches Fundament
immer mehr und immer schwerere Waffen liefern will, der bleibt auch nicht bei Kampfpanzern stehen. Morgen Kriegsschiffe. Mehr, hat Jürgen Trittin gerade gesagt, mehr. Morgen Kriegsschiffe, übermorgen Kampfflugzeuge, Tornados, Eurofighter, Flugverbotszonen, dann NATO-Soldaten. Wo soll denn das enden? Markus Keim, immerhin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der hat bei Spiegel Online dazu Folgendes geschrieben. Mit einem derartigen Freibrief ließe sich auch die Lieferung taktischer Nuklearwaffen an die ukrainischen Streitkräfte rechtfertigen. Ja, selbst so ein Unsinn wird gefordert. Ich kann die Bundesregierung nur auffordern, sagen Sie Nein zur weiteren Eskalation. Legen Sie endlich eine abgestimmte europäische Friedensinitiative vor. Da sollten Sie Ihre Anstrengungen deutlich verstärken, meine Damen und Herren. Dankeschön. Dietmar Bartsch hat hier für die Linksfraktion gesprochen und die vorherigen Redner kritisiert. Ulrich Lechte ist der Obmann im Auswärtigen Ausschuss für die FDP-Fraktion und der nächste Redner in dieser Aktuellen Stunde. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also zu Beginn, der Faschismus hat uns mehrere Millionen Tote in Europa gebracht und hat uns in Krieg und Elend gestürzt. Das hat der Braune gemacht. Und ich glaube, die Partei, die am nächsten kommt, ist die von Herrn Kopalla in diesem Haus. Und der Sozialismus hat Hunderte von Millionen Menschen in Armut, Hunger und in den Tod geführt von den berühmten Führern, die offensichtlich alle bei Ihnen noch in den Büros hängen. Ich erinnere da an Mao, Stalin und wie sie alle hießen. Man sehe, was der Sozialismus gebracht hat, die sozialistischen Republiken im Nahen Osten, die sozialistischen Republiken in im Norden von Südamerika, Venezuela, alles ganz großes Kino. Und dann hier belehren an diesem historischen Tag, wo wir nach vielen, vielen, vielen Debatten, die es auch in unserer Koalition gibt, entsprechend zu Überzeugungen gelangt sind, dass wir die Panzer liefern. Und bei aller Liebe, ja, heute habe ich viel von Willy Brandt gehört und auch von Helmut Schmidt. Ich erinnere da auch an Hans-Dietrich Genter, Walter Scheel, die alle zum Frieden in Europa mit beigetragen haben. Und auch diese würden heute hier stehen und sagen, wir können nicht anders als unseren Frieden, den wir in Europa mit viel Mühe erarbeitet haben, gemeinsam zu verteidigen. Und die Verteidigung unseres Friedens in Europa findet derzeit in der Ukraine statt. Und das ist nun mal historischer Fakt. Und dementsprechend ist es völlig richtig, dass diese von uns getragene Bundesregierung zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und das steht für mich völlig außer Frage. Die Ukraine hat uns um diese Panzer gebeten. Sie brauchen sie in ihrem Verteidigungskampf für Freiheit und Demokratie gegen die Garantiemacht, die ihnen selber 1994 zugesagt hat, dass ihre nationale Integrität, ihre Bündnisfreiheit garantiert ist, im Budapester Memorandum 1997 schriftlich nochmal bestätigt. Die Russische Föderation ist der Aggressor und nicht diese Bundesregierung oder wer auch immer hier von Kriegstreiberei spricht. Und diese Narrative, die ganze Zeit aufgewiesen werden, die wir hören müssen, jeden Tag über Telegram und so weiter verbreitet, die sind ihre Narrative, die Sie versuchen, dem deutschen Volk einzutrichtern. Und diese Narrative sind schlicht und ergreifend falsch. Es ist Putin, der am 24.02. vergangenen Jahres den Angriffsbefehl gegeben hat, der dafür gesorgt hat, dass 150.000 Soldaten in ukrainisches Territorium eingefallen sind, der einen vollen Angriff auf die Ukraine fährt. Und es ist verdammt nochmal die Pflicht des Westens. Wir sind nämlich auch Garantiemächte in Form der Vereinigten Staaten von Amerika, des United Kingdom und Frankreichs. Und damals hat Deutschland auch entsprechend an dem Vertrag mitgearbeitet, 1994 beim Budapester Memorandum, diesen Freunden in der Ukraine zu helfen, die einen demokratisch gewählten, legitimierten Präsidenten haben und der vom ukrainischen Volk dorthin gewählt worden ist, wo er hingewählt worden ist. Und was Sie hier versuchen darzustellen, dass wir Kriegstreiber wären, ausgerechnet Rolf Mützenich, der immer noch im Schützengraben von Bonn liegt und ganz genau weiß, wofür er kämpft, ja, oder die alte Dame SPD, die jetzt ihre außenpolitischen Grundlagen geändert hat und Herr Klingbeil das gestern vorgelegt hat. Auch bei uns in der Partei, die wir verwurzelt sind, auch ebenfalls im KSZE-Prozess, OSZE und allen. Aber wir haben doch feststellen müssen, dass unsere ganzen multilateralen Komponenten nicht genügt haben. Und wer war es denn, der vor dem Krieg
nach Peking gereist ist. Es war Putin, der vor den Olympischen Spielen dort war und seine Versicherungspolice gezogen hat. Die Chinesen sehen momentan, dass das kein schlauer Akt war und versuchen, sich halbwegs wieder daraus zurückzuziehen. Aber solange Putin diesen Krieg nicht beenden möchte, Friedensverhandlungen ablehnt und die Waffenstillstandsverhandlungen, was ich heute Morgen hier gehört habe, die Ukrainer haben kurz vor Torisch lustig von Boris Johnson davon abhalten lassen, dass es zufrieden kommt. Das ist hanebüchener Unsinn, ist Verschwörungstheorie und ist diesem Hause hier in Wahrheit wirklich nicht würdig. Ich bin dankbar, liebe SPD, dass sämtliche Bremsen für den Kanzler nun gelöst worden sind. Ich bin dankbar der Grünen, die kommen nämlich aus der Friedensbewegung, dass sie sofort erkannt haben, worum es geht bei diesem Krieg. Und ich bin dankbar unserem Finanzminister, dass wir die 100 Milliarden für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin dankbar, dass die größte Oppositionspartei, Gott sei Dank die Union und nicht die anderen beiden, die hier noch sitzen müssen, dass die im Endeffekt unseren Kurs mittragen und dass wir gemeinsam der Ukraine zur Seite stehen. Darum geht es in diesem ganzen Fall und in diesem ganzen Krieg. Und hoffentlich können wir den Frieden in Europa so erhalten, wie ihn unsere Gründungsväter in dieser Republik gemeinsam aufgebaut haben. Vielen Dank. Das Wort hat Alexander Dobrindt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kritisieren nicht die Entscheidung, dass die Bundesregierung den Leopard 2 Panzer liefern will. Wir unterstützen sogar diese Entscheidung. Wir haben sie sogar eingefordert. Aber wir kritisieren die Art des Umgangs mit dieser Lieferung, das Wie und Wann und vor allem diesen untauglichen Versuch, das Zögern über Wochen und Monate jetzt zur Strategie zu erklären, meine Damen und Herren. Das Problem, lieber Kollege Mützenich, das war doch nicht, dass Sie sich mit allen Bündnispartnern abstimmen mussten. Das Problem war doch, dass unsere Bündnispartner längst abgestimmt waren, aber die Entscheidung der Bundesregierung gefehlt hat. Das ist die Wahrheit an der Stelle. Da gibt es ja eine Reihe von Wortmeldungen, die das auch belegen, weil Sie dazwischen schreien, das würde nicht stimmen. Die Rammstein-Konferenz, die war am Freitag am vergangenen. Die Wortmeldungen danach, ich kann Ihnen die vorlesen, Frau Strack-Zimmermann hat sich ja öffentlich gegenüber den Medien geäußert und dann davon gesprochen, dass Deutschland leider gerade versagt hat. Sie hat wörtlich davon gesprochen, die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt. Man könnte das beliebig weiter aufzählen an dieser Stelle. Und ich will auch Ihnen sagen, sehr geehrter Kollege Mützenich, ich verstehe natürlich die Empörung über manche Twitter-Meldungen, die es gibt, vor allem gegenüber Ihrer Person, aber dann bitte aufregen über die Meldungen, die aus Ihrer eigenen Koalition kommen, Ihnen bezüglich. Der polnische Ministerpräsident hat der Ampel noch vor 2 Tagen vorgeworfen, dass die Verzögerungstaktik inakzeptabel sei. Er hat sogar den Verdacht geäußert, dass Deutschland die Leopard-Allianz sabotieren wollte. Der lettische Außenminister hat noch mal deutlich gesagt vor 2 Tagen, es gäbe überhaupt keine guten Argumente mehr, warum man Kampfpanzer nicht bereitstellen könnte. Meine Damen und Herren, anscheinend wussten bis zum heutigen Tag unsere europäischen Partner nicht, dass sie diese Entscheidung treffen wollen. Das nennen Sie abgestimmt. Von wegen, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat hier vorhin in der Regierungsbefragung gesagt, er trifft keine Entscheidung, die eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands ist. Unsere Partner empfinden ihr Zögern als das größte Risiko für die Sicherheit Deutschlands. Der französische Präsident hat es Ihnen auch noch mal am Wochenende ins Stammbuch geschrieben. Man wird nicht nur an seinen Entscheidungen gemessen, sondern auch an den Entscheidungen, die man nicht trifft. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen bezüglich abgestimmt. Und ich darf auch an der Stelle sagen, weil
Lars Klingbeil, Sie hier noch zu Wort kommen, was den guten Umgang mit unseren Partnern anbelangt. Sie fordern ja ständig die Führungsrolle Deutschlands in Europa ein. Was diese Ampel aber einnimmt, ist die Außenseiterrolle in Europa. So kann man nicht zusammenarbeiten mit unseren Partnern. Wir haben am 28. April vergangenen Jahres eine Entscheidung gemeinschaftlich hier getroffen, die schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Jetzt, neun Monate nach dieser Entscheidung, werden dann möglicherweise Leopard-Panzer geliefert. Das ist eine Latenzzeit, die ist dieser Krisensituation schlichtweg nicht angemessen, mitten in einem Krieg, mitten in Europa. Und der Bundeskanzler hat heute davon gesprochen, dass das die neue Deutschlandgeschwindigkeit sei. 9 Monate zaudern und zögern, das ist die Deutschlandgeschwindigkeit, die unsere Partner von Ihnen wahrnehmen. So schaut es aus. Und ich bitte Sie dringend, an dieser Stelle eine neue Deutschlandgeschwindigkeit an den Tag zu legen, wenn es darum geht, die 100 Milliarden umzusetzen. Herr Bundesminister der Verteidigung, Ihre Vorgängerin hat versprochen, 10 Milliarden Euro an Munitionsbeschaffung im Jahr 2022 umzusetzen. Davon ist nichts, aber auch gar nichts geschehen. Die 2-Prozent-Ziele, sie stehen nicht im Haushalt, auch für die nächsten Jahre nicht. Das ist Ihre Aufgabe, das umzusetzen. Ich darf an der Stelle, Herr Bundesminister Pistorius, aber auch die Gelegenheit wahrnehmen, hier im Deutschen Bundestag Ihnen für Ihr neues Amt viel Erfolg zu wünschen, aufrichtig viel Erfolg an dieser Stelle. Darf Ihnen aber auch mitteilen, Sie haben als Bundesminister auch das Recht, in einer Aktuellen Stunde zu sprechen. Herr Kollege, das waren die letzten Worte Ihrer Rede. Abschließend will ich nur sagen, weil es Dietmar Bartsch erwähnt hat, wir wollen alle den Frieden. Lieber Kollege Bartsch, Frieden wird nicht dadurch geschaffen, dass man der Ukraine die Selbstverteidigung nicht wahrnehmen lässt. Frieden wird dadurch geschaffen, wenn die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Und diesen Status stellen wir her, meine Damen und Herren. Alexander Dobrindt war das für die Unionsfraktion. Die SPD will sich neu sortieren in ihrer Position zur Außen- und Sicherheitspolitik. Und SPD-Chef Lars Klingbeil hat gerade am Montag einen Entwurf für ein Positionspapier dem Parteipräsidium vorgelegt. Jetzt spricht er hier im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Dobrindt, vielleicht noch mal einen Bürobescheid sagen. Ich glaube, das war die Rede, die gestern geschrieben wurde. Und da wurden die neuen Realitäten durch Entscheidung der Bundesregierung nicht eingearbeitet. Aber lassen Sie mich doch mal darüber reden, worum es hier eigentlich geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben seit dem 24. Februar einen brutalen, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Russland gegen die Ukraine. Wir haben hier im Parlament viele weitreichende Entscheidungen getroffen. Wir haben tiefgehende, ernste Diskussionen geführt über eine Situation, von der wir alle gehofft hatten, dass wir sie nie wieder erleben müssen, dass mitten in Europa mit militärischer Gewalt Grenzen verschoben werden, dass ein souveräner Staat in seiner Integrität angegriffen wird und dass wir jeden Tag erleben müssen, dass Menschen durch Putins Armee sterben. Und wissen Sie, ich habe in den letzten Tagen mich manches Mal gefragt, ob eine Diskussion, wie wir sie geführt haben, ob sie angemessen ist, dieser Situation, diesem Leid, dem die Ukrainerinnen und Ukrainer ausgesetzt sind. Und ich will es deswegen hier ganz zu Beginn sagen, weil es nie außer Acht geraten darf. Putin ist der Kriegsverbrecher. Wir senden hier aus Deutschland seit dem 24. Februar ein Signal, wo ich auch stolz darauf bin, dass wir das häufig und oftmals in großer Einigkeit tun. Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland, als Regierung, als Parlament doch in der großen Zahl solidarisch an der Seite der Ukraine, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und darum muss es doch auch in einer Aktuellen Stunde wie heute gehen. Und ich finde auch, dass wir immer wieder betonen müssen, welche Schritte wir gegangen sind seit dem 24. Februar. Wir haben mit einem Grundsatz der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gebrochen, und wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet.
damit die Ukrainerinnen und Ukrainer, die mutig kämpfen, und wir alle bewundern diesen Mut, damit sie sich selbst verteidigen können. Und wir sehen doch auch, dass es unsere Waffen, unsere Unterstützung sind, die helfen, dass Geländegewinne da sind, dass Städte zurückerobert werden, dass die russische Aggression zurückgedrängt wird. Und ich bin dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius dankbar für die Signale, die er in den ersten 6 Tagen seiner Amtszeit gesetzt hat. Und ich will das hier mal sagen, weil das in den Hintergrund geraten ist. Eine Konferenz in Ramstein, bei der die Bundesregierung ein Paket mit 1,1 Milliarden auf den Weg gebracht hat. 1,1 Milliarden an militärischer Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist gut, dass die Bundesregierung das getan hat. Und ich bin dem Minister, ich bin dem Bundeskanzler und allen anderen, die daran beteiligt waren, dankbar für das klare Signal, das von Ramstein ausgegangen ist. Und wenn der Kollege Dobrindt hier sagt, man unterstützt die Entscheidung des Bundeskanzlers, aber es sei die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, dann will ich das jetzt schon gerne mal konkret wissen. Der Bundeskanzler hat immer klar gesagt, es gibt 3 Prinzipien. Wir stimmen uns eng ab im Bündnis. Wir werden selbst nicht Kriegspartei und es gibt keine Alleingänge. Lieber Kollege Dobrindt, welcher dieser 3 Grundsätze stößt denn bei der Union auf Widerspruch? Das finde ich schon spannend, das mal zu hören, aber da hat er sich nicht zu geäußert. Übrigens auch die klare Aussage von Tag 1, wir bewegen uns im Bündnis und es gibt für uns keine rote Linien, wenn es darum geht, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine zu unterstützen. Aber ich sage hier auch, das sind Zeiten von großer Tragweite, von Krieg und Frieden, wo wir doch alle auch in den Wahlkreisen Sorgen und Unsicherheiten erleben, wo doch Nachdenklichkeit und auch Abwägen mal erlaubt sein muss. Wo es doch darum geht, dass man nicht dann Dinge verkündet, wenn irgendwer das gerade auf Twitter oder in den großen Feuilletons fordert, sondern dann, wenn Dinge auch im Bündnis geklärt sind. Und ich will das hier klar sagen, das ist ein großer diplomatischer Erfolg von Olaf Scholz und von dieser Bundesregierung, dass man jetzt im Bündnis abgestimmt mit europäischen, mit den transatlantischen Partnern, dass man dort einen Schritt weitergeht und dass wir jetzt die Ukraine stärken, dadurch, dass wir Kampfpanzer liefern. Das ist ein großer Erfolg. Und ich ertrage nicht, wie das kleingeredet wird von der Opposition. Und lieber Friedrich Merz, ich will das hier schon sagen, das Genöle aus der Union in den letzten Tagen. Alexander Dobrindt hätte es jetzt machen können, dass man sich für Michael Brandt und seine unhaltbaren Worte hier entschuldigt. Auch das hat er nicht getan. Aber die CDU, Herr Merz, die CDU ist doch die Partei von Konrad Adenauer, der für die Westintegration steht, die Partei von Helmut Kohl, die für die europäische Integration steht, von Angela Merkel, die dafür gesorgt hat, dass Deutschland einen guten internationalen Ruf hat. Und dieses Genöle, Sie treten den Rasen kaputt als Union auch. Sie fallen der Bundesregierung in den Rücken. Das ist doch unwürdig, was Sie machen, Herr Merz. Und ich sage Ihnen, Sie können das besser. Bitte kommen Sie zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche mir, dass wir eine Diskussion in der Tragweite von Krieg und Frieden, dass wir sie angemessener führen, als ich das in den letzten Tagen erlebt habe. Ich bin der Bundesregierung dankbar dafür, dass wir die Ukraine stärken. Und ich wünsche mir, dass wir das geschlossen als Demokratinnen und Demokraten weiter tun. Vielen Dank. Ich möchte nur am Rande darauf hinweisen, Kollege Klingbeil, dass die Geschäftsordnung für jede Frau und jeden Mann in diesem Plenarsaal gilt. Eine Aktuelle Stunde besteht aus einem 5-Minuten-Beitrag und nicht aus einem 5 Minuten 45 Sekunden, ist ja schon ein bisschen viel, weil alle anderen auch den Anspruch hätten, dann entsprechend berücksichtigt zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Deborah Düring, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, zu Recht diskutieren wir seit Monaten über Waffenlieferungen in die Ukraine. Es ist wichtig, dass wir auch in dieser Frage solidarisch an der Seite der Ukraine stehen. Die Ukraine muss in der Lage sein, sich selbst verteidigen zu können. Aber Solidarität mit der Ukraine hat viele Facetten. Sie hat zum Beispiel eine innenpolitische Facette. Solidarität zeigt sich auch darin, wie wir mit ukrainischen Geflüchteten hier vor Ort umgehen. Und auch wenn die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ungebrochen ist, so frage ich mich ehrlich gesagt bei den Äußerungen Ihres Parteivorsitzenden, lieben Union, wie es wirklich um die Solidarität steht.
Christlich-demokratische Werte sehen meiner Meinung nach auf jeden Fall anders aus. Wir alle hier wissen, wie schlecht die humanitäre Lage in der Ukraine ist. Russland setzt gezielt Explosionswaffen in Wohngebieten ein. Sie attackiert die Strom-, Wasser- und Energieversorgung. Und sie bombardieren Krankenhäuser. Tausende Schulen im ganzen Land wurden bereits beschädigt oder komplett zerstört. Menschen verlieren jeden Tag ihr Zuhause. Kinder verlieren jeden Tag ihre Kindheit. Die Gesundheitsversorgung vor Ort ist katastrophal. Es ist dunkel und kalt in vielen Teilen des Landes. Mit der Unterstützung in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro hat die Bundesregierung im letzten Jahr gezeigt, dass wir unserer Verantwortung bewusst sind, diese humanitäre Katastrophe abzumildern. Wir schaffen dabei gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen Wohnraum für Menschen auf der Flucht. Wir unterstützen die Instandsetzung von Stromnetzen und Wasserinfrastruktur. Wir helfen, die Gesundheitsversorgung zu sichern. Und wir unterstützen darüber hinaus auch die Nachbarländer Moldau und die Ukraine und auch die Länder im globalen Süden dabei, die Auswirkungen des Krieges zu bewältigen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den vielen Kommunen in Deutschland bedanken, die ihre Partnerkommunen in der Ukraine unterstützen, beispielsweise mit medizinischen Produkten, mit Verpflegung und Kälteschutz. Liebe Kommunen, das ist Solidarität. Vielen Dank dafür. Und während in der letzten Woche und auch hier im Plenum in der Öffentlichkeit vor allen Dingen über Waffen diskutiert wurde, stellt das BMZ und das Auswärtige Amt bereits gemeinsam mit der Ukraine die Weichen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und für einen Wiederaufbau. Und die spannende Frage dabei ist, wie schaffen wir einen Wiederaufbau in der Ukraine zu gestalten, der nicht nur den Zugang zur EU ebnet, sondern nachhaltig, inklusiv und feministisch ist. Und ich glaube persönlich, dass dabei drei Aspekte von besonderer Bedeutung sind. Der erste Aspekt, die gezielte Einbindung der Kommunen und der Zivilgesellschaft. Denn die Menschen vor Ort wissen am besten, was sie brauchen. Und die Mitbestimmung von Frauen, von jungen Menschen und marginalisierten Gruppen ist dabei natürlich unabdingbar. Der zweite Faktor, der, glaube ich, wichtig ist, eine nachhaltige und 1,5-Grad-konformer Wiederaufbau. Und ich weiß, das klingt gerade irgendwie ein bisschen grotesk, wenn wir jetzt schon über Wiederaufbau reden. Aber ja, wenn wir über humanitäre Hilfe reden und darüber, wie es den Menschen vor Ort geht, dann müssen wir auch darüber reden, wie wir schaffen, zum Beispiel, dass Häuser wieder aufgebaut werden, aber mit nachhaltigen Materialien. Wir müssen darüber reden, wie wir die Ukraine dabei unterstützen können, Energiesysteme aufzubauen, die eben von Wind, Wasser und Sonne angetrieben worden sind. Und ja, wir müssen die Ukraine auch darin unterstützen, einen Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu haben, die eben auch vor Ort, gerade jetzt auch, Arbeitsplätze schafft, damit die Menschen vor Ort ein Einkommen haben. Und der letzte Punkt ist, es braucht eine resiliente und krisenfeste Finanzierung. Statt Kredite zu vergeben, die voraussichtlich in den kommenden Jahrzehnten nicht zurückgezahlt werden können und die Ukraine und auch Moldau in einen unglaublichen Druck bringen, appelliere ich an unsere Partnerinnen innerhalb der EU, mehr Zuschüsse statt Kredite zu vergeben. Das ist eine nachhaltige und vorausschauende Finanzierung. Mit diesen und noch mit vielen, vielen weiteren Punkten können wir gemeinsam an der Zukunft der Ukraine arbeiten und als verlässlicher und solidarischer Partner auftreten. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Solidarität ist viel mehr als die Debatte über deutsche Panzerlieferungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Düring. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Alexander Müller, FDP-Fraktion. Und Alexander Müller ist der verteidigungspolitische Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ukraine verteidigt tapfer ihr Land gegen einen brutalen Aggressor, der täglich brutale Kriegsverbrechen begeht.
Russland darf diesen grausamen und völkerrechtswidrigen Krieg nicht gewinnen. Denn es wäre der Sieg des Unrechts über das Recht. Es wäre der Rückfall in eine Zeit der Anarchie ohne geltendes Völkerrecht. Es wäre das Signal, dass Staaten sich einfach mit brutaler Gewalt nehmen können, was sie von anderen wollen. Wenn wir Grenzen wieder gewaltsam verschieben lassen, dann riskieren wir noch mehr Leid und Krieg. Die Ukraine kämpft für ihr eigenes Überleben. Sie kämpft für ihre Freiheit und für ihre Demokratie und damit für unsere gemeinsamen Werte. Und deswegen hat sie unsere volle Solidarität verdient. Es ist gut, dass heute eine Entscheidung verkündet wurde. Wir finden die richtig und eine große Mehrheit in diesem Parlament unterstützt diese Entscheidung auch. Was ich in dieser Debatte ein bisschen erschreckend fand, ist die Übereinstimmung der Rednerinnen und Redner von der AfD und der Linken. Denn es muss doch jedem bekannt sein, dass Diplomatie nicht weiterhilft. Es gäbe ohne westliche Waffenlieferungen, gäbe es die Ukraine in der heutigen Form nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Ukraine weiterhin unterstützen. Und ich bin vielen dankbar, die den Weg für diese Entscheidung geebnet haben. Das ist natürlich meine eigene Fraktion, das sind aber auch Bündnis 90 Die Grünen, die sehr früh den Weg dafür bereitet haben. Es ist zugegebenermaßen auch die Unionsfraktion, die eine Rolle gespielt hat dabei, aber auch viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die in einer schwierigen Gewissensabwägung sich ganz klar geäußert haben, die Haltung gezeigt haben. Insgesamt haben wir heute eine gute Entscheidung erfahren und das ist auch wichtig, abgestimmt mit unseren Partnern international, dass wir diese Lieferung machen. Und wir brauchen uns auch nicht verstecken international. Es ist tatsächlich so, all dieses Gerede, dass Deutschland angeblich zu lahm wäre und nichts machen würde. Wir sind international vom Volumen von militärischer Unterstützung auf Platz 3 und von der finanziellen Unterstützung mit 28,3 Milliarden sind wir sogar auf Platz 1. Also Deutschland tut wirklich viel. Und ich bin dem Minister Pistorius besonders dankbar, dass er am Freitag die Entscheidung getroffen hat, konsequent zu analysieren, was haben wir an Ressourcen, was wir noch zusammenklauben können. Denn es ist davon auszugehen, dass leider dieser Krieg nicht im nächsten Monat vorbei ist. Der Krieg kann noch lange dauern und wir müssen einen Plan haben, wie wir konsequent weiter unterstützen können. Und die Mittel, die wir in der Bundeswehr abgeben können, sind begrenzt. Und deswegen ist es richtig, dass jetzt geprüft wird, was ist an gebrauchtem Material da, was kann wann repariert werden und was kann wie abgegeben werden. Herr Minister, das war eine sehr gute Entscheidung, für die sind wir Ihnen sehr dankbar. Und dann kommen wir zu dieser Aktuellen Stunde, die uns die Unionsfraktion heute beschert hat, mit dem Titel »Kein Vertrauen bei Verbündeten verspielen«. Man will damit so den Eindruck vermitteln, die Bundesregierung würde Vertrauen bei Verbündeten spielen. Und das trieft doch vor Ironie. Erinnern wir uns doch mal, wer hat denn damals in Wales diesen 2%-Beschluss gemacht? Das war unter der Regierung Angela Merkel, dass die Verträge dort, die Abmachungen geschlossen wurden. Und es ist über Jahre, über viele Jahre nie gelungen, an dieses 2%-Ziel heranzukommen. Das waren die Verbündeten, die uns dafür immer wieder kritisieren haben, wie lahm Deutschland ist, dass Deutschland seine Verträge nicht erfüllt. Da haben wir uns international isoliert. Und ich brauche die ganzen Beispiele doch gar nicht nennen. Wir kennen die Sachen, wo die Welt über uns gelacht hat, ob das die Gosch Fock war, das war der Ministerin von der Leyen, das war die Verdreizehnfachung des Reparaturbudgets, hat viele Jahre gedauert. Es war die Ausschreibung des schweren Transporthubschraubers, wo man für jede Schraube vorschreiben wollte, welches deutsche Unternehmen die einzubauen hat. Es war das Sturmgewehr, die Ausschreibung, die aufgehoben wurde. Es war die Berateraffäre mit Untersuchungsausschuss, die die Digitalisierung der Bundeswehr über viele Jahre gelähmt hat. Es war die 700 Millionen Euro Drohne, die nur für ein Museum entwickelt wurde. Also wenn es darum geht, dass wir uns international lächerlich gemacht haben, dann waren das Entscheidungen der früheren Regierung, aber nicht der jetzigen Regierung. Im Gegenteil. Diese Regierung hat im ersten Jahr bereits mehr für die Sicherheit unseres Landes getan als viele Regierungen vorher. Wir haben mit der 100-Milliarden-Finanzierung schon deutlich mehr getan, um auf das 2%-Ziel hinzukommen. Wir haben mit dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz einen ersten wichtigen Schritt gemacht, die Beschaffung zu beschleunigen, und da werden weitere kommen. Wir haben andere Entscheidungen getroffen, wie die Bewaffnung der Drohnen, dass die unsere Soldaten in Zukunft besser schützen können. Wir haben die Bestellung des Tornado-Nachfolgers in die Wege gebracht, den schweren Transporthubschrauber, das Sturmgewehr. All diese Bestellungen bringen wir jetzt auf den Weg. Wir haben den Knoten gelöst beim FCAS-System und wir werden noch viele weitere wichtige Entscheidungen nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz am Schluss will ich noch einen Gruß versenden
Präsidenten, an einen Staatspräsidenten in Europa, der sinnbildlich wie kein anderer dafür steht, dass er seine Nation eint im Kampf für Freiheit und Demokratie. Herr Präsident Zelensky, herzlichen Glückwunsch zum 45. Geburtstag. Vielen Dank. Hier noch Geburtstagsgrüße von Alexander Müller aus der FDP-Fraktion. Und Jürgen Hart spricht nun als nächstes. Er ist der Sprecher für Auswärtige Politik der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte beginnen mit einigen Worten an die werten Vorredner Lars Klingbeil und Rolf Mützenich, mit denen wir über viele Jahre ja auch konstruktive, gute Gespräche geführt haben. Lieber Lars, ich finde den Vorwurf des Genöles an uns unpassend. Wir haben im April diesen Jahres gesagt, es muss einen Blick auf die Unterstützung der Ukraine mehr geben als nur 5.000 Helme. Wir haben dann gemeinsam einen Antrag Ende April, ich glaube, es war der 28. im Bundestag, verabschiedet, wo wir das beschlossen haben. Wir haben dann im Mai einen weiteren Antrag der CDU-CSU eingebracht hier im Bundestag, den haben Sie abgelehnt, wo wir gesagt haben, wir möchten, dass auch schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Wir haben im September einen Antrag an den Deutschen Bundestag gerichtet, wo wir sagen, angesichts der schwierigen militärischen Lage müssen wir auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen, idealerweise im Verbund mit anderen. Dieser Antrag liegt seit Wochen im Auswärtigen Ausschuss und wird jedes Mal von der Mehrheit der Koalition von der Tagesordnung abgesetzt. Und wir haben letzte Woche, Donnerstag, einen ähnlichen Antrag hier wiederum eingebracht. Und jetzt macht die Bundesregierung das, was wir seit Mai fordern. Und Herr Mützenich beschimpft uns, statt seinen Bundeskanzler zu beschimpfen, dass er jetzt das macht, was die Opposition will. Das finde ich also schon etwas merkwürdig. Wir haben uns im Übrigen in allen Debatten, die wir hier zu diesem Thema geführt haben, mit äußerster Sorgfalt und mit Sensibilität diesem schwierigen Thema gewidmet. Sie haben hier vor diesem Pult keinen CDU-CSU-Redner gehört in Debatten, der hier in irgendeiner Weise übergriffige oder unverschämte Anmerkungen Richtung Regierung gemacht hat. Wir haben es immer sehr ernst genommen, dass es eine schwierige Entscheidung ist, und wir haben gesagt, wir müssen den Mut haben, die zu treffen. Und wir haben in den letzten Wochen beobachtet, dass nicht etwa der Bundeskanzler andere animiert und ermutigt hat, etwas zu tun, sondern im Gegenteil andere immer lauter und immer schonungsloser die Forderungen an die Bundesregierung gerichtet haben, nicht im Übrigen Mitglieder der Regierungskoalition, Frau Strack-Zimmermann. Wir haben gerade in der letzten Woche noch mal die Auseinandersetzung gehabt, dass ausländische Staatschefs und Verteidigungsminister in Deutschland angeklopft haben. Wir haben den Wunsch der Polen gehabt auf Genehmigung der Rüstungsexporte. Wir haben am Freitag Rammstein gehabt. Am Donnerstag in der Debatte sagt Dietmar Niethahn von der SPD zu mir, ich wüsste ja auch, dass am Freitag beschlossen wird, dass die Panzer kommen. Ich wusste es nicht, Klammer auf, er lag schief, ich lag nicht schief. So, wir haben am Sonntag das erlebt, dass der Bundeskanzler neben dem französischen Staatspräsidenten steht und der französische Staatspräsident sagt, wir werden nicht nur an dem gemessen, was wir machen, sondern auch an dem gemessen, was wir nicht machen. Das war doch ganz klar eine Botschaft Frankreichs, Deutschland bewege dich. Ich finde es gut, dass Deutschland sich jetzt bewegt, aber den Eindruck zu erwecken, dass Olaf Scholz an der Spitze der Bewegung stand und nicht, wie es wirklich war, im Bremsehäuschen saß, das ist ja nun wirklich eine ziemlich steile Geschichte. Ich möchte ganz kurz noch zwei, drei Aspekte ansprechen. Also, dass das Bundeskabinett heute Morgen beschlossen hat, die Panzer zu liefern, wo Herr Pistorius jetzt erstmal beschlossen hat, zu zählen, wie viele überhaupt da sind, ist ja auch irgendwie eine falsche Reihenfolge. Ja? Das war ja auch irgendwie eine doch ziemliche Hilfsbrücke, zu sagen, wir müssen erstmal gucken, was wir haben. Jetzt hat man entschieden, das finden wir richtig. Es darf aber natürlich keine Lücke in der Bundeswehr gerissen werden. Und deswegen wäre es gut gewesen, wenn die Bundesregierung vielleicht auch auf der Basis einer Position, die ich nicht teile, aber die ich akzeptieren könnte, dass sie sagt, okay, wir wollen noch nicht entscheiden, Panzer zu liefern, aber wir wollen uns in die Lage versetzen, es vielleicht tun zu können. Vielleicht auch als Warnung an Moskau. Moskau, du hast es in der Hand, ob wir uns gezwungen sehen, das zu tun oder nicht. Dann hätten wir im Sommer die Panzer modernisieren können, also instand setzen können, Leo 1, Leo 2, die bei der Rüstungsindustrie stehen. Wir hätten vielleicht auch den einen oder anderen ukrainischen Soldaten schon mal ausbilden können. Wir hätten dafür sorgen können, dass Munition da ist. Und dann wäre jetzt Entscheidungsfähigkeit gegeben. Jetzt ist entschieden worden, jetzt dauert es Monate, bis diese Panzer zum Einsatz kommen. Und ich hoffe, dass sie nicht zu spät kommen, denn der
die Frühjahrsoffensive der Ukraine, der Russen gegen die Ukraine wird ja nicht bis zum Sommer warten. Ich stelle ganz konkret die Frage an die Bundesregierung, wie das jetzt weitergeht in der konkreten Umsetzung. Heute Morgen im Auswärtigen Ausschuss, und ich habe mir sagen lassen, von den Kollegen im Verteidigungsausschuss war es ähnlich, haben wir noch nichts, gar nichts Konkretes dazu gehört. Da konnte man nicht mal die Stückzahl bestätigen. Also, dass das irgendwie ein großer Plan war, der mit großer Genialität des Bundeskanzlers vorgetragen wurde und umgesetzt wurde, das glaube ich nicht, und das glaubt auch niemand anders. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Jürgen Hart verweist hier noch mal auf Ungenauigkeiten seiner Meinung nach, unter anderem eben, wie viele Panzer überhaupt denn in der Bundeswehr gerade zur Verfügung stehen. Robert Fahle ist fraktionslos und hat dementsprechend 2 Minuten in dieser Aktuellen Stunde. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erstens, meiner Meinung nach ist diese Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern an Selenskyj eine falsche Entscheidung, denn sie dreht nur die Kriegsspirale eine Schraube weiter. Und wieder werden deutsche Panzer gegen Russland rollen. Das haben dort viele Menschen noch in ihrem Gedächtnis und nicht in einer guten Erinnerung. Zweitens, bei diesem Krieg, der so unnötig ist, der niemals hätte zustande kommen dürfen in der Ukraine gegen Russland, da geht es um die Verschiebung von Grenzen. Da haben Sie völlig recht. Die NATO verschiebt ihre Grenzen seit mehreren Jahrzehnten immer Richtung Russland, und zwar in die Nähe der russischen Grenze. Das ist die Wahrheit. 2 Erweiterungswellen. Die Russen sind abgezogen beim 2+4-Vertrag. Sie verfälschen doch die Geschichte. Sie belügen doch die Menschen in unserem Land. Die Amerikaner sind nicht abgezogen, sondern die haben ihre Truppen überall stehen lassen und ausgedehnt, machen NATO-Osterweiterung nach dem anderen. Weder amerikanische noch deutsche Militärstrategen sind überzeugt, dass die Ukraine den Krieg überhaupt gewinnen könnte. Von den Jubelmeldungen aus der kriegsgeilen Presse ist lange nichts mehr zu hören. Und jetzt haben wir die Situation, dass selbst in der Ukraine der Widerstand gegen Selenskyj wächst. Sie wollen das nicht wissen. Sie lesen sowas nicht. Sie sehen sich auch nicht die Videos an, die man sich nämlich ansehen kann, wo Soldaten und Feldjäger Selenskyjs durch die Straßen ziehen und Leute bis ins höhere Alter verhaften, um die an die Truppen in die Front zu schicken. Bis 60 Jahre. Es ist die 7. oder 8. Mobilisierungswelle, die der durchführt. Irgendwann kommt er jetzt demnächst angerannt und will Menschen haben, die er dort benutzen kann. Die USA, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin jetzt am Ende, jawohl. Die USA tun alles, um den Krieg zu verlängern. Es sterben mehr Russen, es sterben mehr. Herr Kollege Fahle, es tut mir leid, ich muss Ihnen das Wort entziehen. Aber niemandem ist gedient mit diesem. Ich muss Ihnen wirklich das Wort entziehen, Herr Kollege Fahle. Sie, ja, bedauere das auch sehr, aber die Geschäftsordnung gilt auch für Sie. So, letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Roth, SPD-Fraktion. Und Michael Roth ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Guten Tag, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Abgeordneter Fahle, das kann Ihnen nur der Kreml aufgeschrieben haben. Aber das hat mit der Wirklichkeit und mit der bitteren Wirklichkeit vor allem für die Menschen in der Ukraine nichts zu tun. Das ist heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein guter Tag für die Menschen in der Ukraine, die seit 11 Monaten für ihre Freiheit, für Demokratie, für Souveränität und für ihre territoriale Integrität kämpfen. Es ist auch ein guter Tag für den Zusammenhalt des Bündnisses, zu dem Europa, die NATO, wir, viele andere Staaten weltweit gehören, die seit 11 Monaten an der Seite der Ukraine stehen und dieses Land, das einem grauenhaften Angriffskrieg ausgesetzt ist, politisch, wirtschaftlich, finanziell, aber eben auch militärisch unterstützen. Und es ist zugleich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein schlechter Tag für das russische Regime, für den russischen Nationalismus,
für den russischen Imperialismus, der Europa und nicht nur die Ukraine in Angst und Schrecken versetzt hat. Ich bin heute Morgen gefragt worden, ob ich mich über diese mutige und weitreichende Entscheidung der Bundesregierung und des Bundeskanzlers freue. Ich freue mich nicht. Das ist kein Tag der Freude. Wir sollten uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, freuen, wenn endlich die russischen Truppen sich vollständig vom ukrainischen Staatsterritorium zurückgezogen haben. Wir dürfen uns freuen, wenn endlich die Verbrechen gegen die Menschlichkeit beendet werden. Wir können uns freuen, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt. Wir können uns freuen, wenn endlich die Ukrainerinnen und Ukrainer wieder in Ruhe schlafen können, weil sie wissen, dieser Krieg ist beendet. Wenn Russland nicht gestoppt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann droht in Europa weiterer Krieg. Dann sind andere Staaten, beispielsweise auch Moldawien, von dem russischen Imperialismus bedroht. Deshalb ist ein Sieg der Ukraine nicht nur ein Akt der Solidarität gegenüber einem Nachbarn und einem Partner. Es liegt auch im nationalen und im europäischen Interesse, dass dieses Land zu seiner Freiheit und zu seiner Souveränität zurückfindet. Ich gehöre einer Generation an, die geprägt wurde von einem Satz: Frieden schaffen ohne Waffen. Und ich stehe hier gemeinsam mit vielen anderen, die sagen: Frieden schaffen mit Waffen. Mehr Waffen bringen uns dem Frieden näher. Und das erleben wir tagtäglich bei den Kriegsverbrechen Russlands. Denn es geht nicht nur darum, dass die Ukraine sich zu verteidigen mag. Es geht auch darum, dass die von Russland eroberten Gebiete befreit werden. Ob in Butscha oder Dnipro. Wir haben die schlimmsten Verbrechen erlebt. Menschen sind gemeuchelt worden. Es wird ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt. Und deshalb ist es unsere Pflicht, diesen Menschen engagiert beizustehen. Und deshalb brauchen wir Waffen. Es ist auch ein Akt der Humanität. Aber diesen Satz, Frieden schaffen mit mehr Waffen, den müssen wir unserer verängstigten und besorgten Bevölkerung immer wieder gut erklären. Und dabei spielt nicht nur die Bundesregierung, dabei spielen auch wir als Abgeordnete eine herausragende Rolle, weil wir mit diesen Fragen tagtäglich in unseren Wahlkreisen oder auch in Gesprächen in der digitalen Welt konfrontiert werden. Nur wenn Putin verliert, ist er wirklich zu ernsthaften Verhandlungen bereit. Nur aus einer Position der Stärke heraus, der militärischen Stärke heraus, kann die Ukraine diesen Krieg beenden. Dass es in liberalen Demokratien Streit über den richtigen Weg gibt, und wir streiten darüber, wir ringen um den richtigen Weg, zeichnet uns aus. Und darauf bin ich auch stolz, dass wir das tun. Aber wir dürfen uns in diesem Bündnis für die Ukraine nicht auseinanderdividieren lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns darauf konzentrieren, den russischen Imperialismus zu bekämpfen. Damit haben wir genug zu tun, meine Damen und meine Herren. Ein Letztes. Einige scheinen sich in ihrem ideologischen Sofa so bequem eingerichtet zu haben, dass sie sogar noch nicht mal vor der Behauptung zurückschrecken, die Ukraine würde möglicherweise auch den Einsatz von Atomwaffen erwägen. Da will ich noch mal auf den Kollegen Uli Lechte zu sprechen kommen. Er hat das Budapester Memorandum erwähnt. 1994 hat die Ukraine ihr komplettes Atomwaffenarsenal an Russland abgegeben. Und dafür gab es eine Beistandsverpflichtung der USA, des Vereinigten Königreiches und Russland. Russland hat diesem Land nicht beigestanden, sondern es hat dieses Land brutalstmöglich überfallen. Und was wir zum Schluss brauchen, ist eine Botschaft der Hoffnung. Eine Botschaft der Hoffnung für die Ukraine, und die kann nur liegen in einem Platz im Vereinigten Europa. Herr Kollege Roth, ich habe Ihnen jetzt auch das Wort entzogen. Es nützt nichts mehr, dass Sie was sagen, weil Sie keiner mehr hören kann. Also es ist unglaublich. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki greift hier durch in dieser Aktuellen Stunde, die jetzt ihr Ende gefunden hat, mit Michael Roth als letzten Redner. Weil er sich durch den Ausspruch des Abgeordneten Roth, seine Rede sei wohl im Kreml geschrieben worden, beleidigt fühlt, was, wenn wir darüber nachdenken sollten, auch eher für ihn spricht. Aber trotzdem, Herr Kollege Fahle, Sie haben jetzt für 30 Sekunden das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Ich will nur richtigstellen, meine Reden schreibe ich selber oder mein Assistent mit mir zusammen, aber niemand im Kreml und auch nicht sonst wo. Und ich weise solche Unterstellungen mit Schärfe zurück. Vielen Dank. So, damit ist jetzt die Aktuelle Stunde tatsächlich beendet. So, das war nochmal eine persönliche Erklärung von Robert Fahle, der hier vor Michael Roth gesprochen hat.